Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skyrim-Part, immer noch vor der Brucht. Irgendwas mit Brucht und Schanze. Bruchtburg-Schanze? Bruchtturm-Schanze, ach Miste. Ja gut, tut mir leid, auf jeden Fall immer noch vor der Bruchtturm-Schanze. Und ich möchte jetzt vor allem einmal einen Zaubertrank, ich möchte auf jeden Fall einen neuen Zauberspruch lernen. Und zwar zeig dich. Nein, Feueratonarch kennen wir schon. Lähmen. Den will ich lernen. Zauber gelernt, Lähmung. Und ja, im Groben und Ganzen war es das, glaube ich, oder? Hier ist der Feueratonarch. Ich kann ihn ruhig fallen lassen, das brauche ich nicht. Und sonst. Giftrezept, ja, sein verschlüsseltes Tagebuch. Jo, gut, das war's. Im Groben und Ganzen. Und wir müssen jetzt irgendwie hochkommen. Hatte ich nicht irgendwie einen Zauber, der mir meinen Weg anzeigt? Da hatte ich doch irgendwas. Westingscher Blitz, Blitzrune, Eichner und Eisform entwaffnen. Frostatemfunken, Hellmut, Hellsehen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Mal gucken. Ach, kann ich das ja so angezeigt lassen? Ja, und jetzt? Du Keks? Was haben wir jetzt gebracht? Da, nee. Das bringt nichts, wenn ich hier reingehe. Warum sollte das was bringen, wenn ich da reingehe? Das verstehe ich jetzt nicht. Lass ich es einfach mal in der Hoffnung, dass hier gleich irgendwo, irgendwann mal ein Weg nach oben geht. Muss es ja. Geht ja gar nicht anders. Und hier hinten, wo geht's hier denn hin? Makat, ja, ist doch super. Ja, da ist der Zauber ja richtig bombig. Sehr, sehr schön. Hat er ja ordentlich was gebracht. So, hier Waffen wegstecken. Hier sind doch schon mal ein paar Leute. Es sind Drachen unterwegs, Reisender. Seid gewarnt. Oh, ja. Juhu, seid gewarnt. Ich bin motiviert, Mensch. Drachen. Drachen sind das Beste, was es überhaupt gibt. Aber Makat. Hier will ich trotzdem einmal kurz hin in diese kleine Stadt. Es ist ja nicht allzu weit weg. Die Zeit sollten wir schon noch nutzen. Und hier oben ist wieder ein Drachennest. Wurde mir eben gerade angezeigt. Oh, was ist hier? Ich will, dass ihr Söldner aus meiner Mine verschwindet. Hütet eure Zunge, Einheimischer. Wir gehen, wenn wir sicher sind, dass hier keine Abgeschworenen sind. Okay. Ach, und wann soll das wohl passieren? Wenn ich mein Land an die Silberblutfamilie verkaufe? Die Silberblut haben euch ein sehr großzügiges Angebot für diesen Haufen Dreck gemacht. Ich finde, ihr solltet es annehmen. Reden. Die Mine ist geschlossen. Verschwindet. Warum habt ihr die Mine gesperrt? Die Abgeschworenen haben vor einer Weile angegriffen. Der Jarl hatte keine Männer übrig, also haben die Silberblut großzügig angeboten, uns zu schicken, um aufzuräumen. Wir wollen nur das Land dieses alten Einheimischen als Bezahlung für unsere Dienste. Danach verschwinden wir und alle können wieder zurück an ihre Arbeit. Ja, ist doch unnötig. Ich könnte Anitach überzeugen und verkaufen. Nee, da gehe ich jetzt erstmal von weg. Bis zum nächsten Mal. Wo ist jetzt hier der andere hin? Ach, er ist das doch. Ich bin einer der wenigen Söhne von Reach, der noch Land besitzt. Das macht mich nicht besonders beliebt. Habt ihr Probleme mit der Mine? Das ist Diebstahl, oh ja. Die Silberblutfamilie will sich mit Gewalt mein Land holen. Abgeschworene greifen die Minen an und urplötzlich tauchen diese Söldner auf und wollen helfen? Sie wollen niemanden arbeiten lassen, bis ich verkaufe. Und wenn ich sie überzeuge, dass die verschwinden. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich helfe jetzt einfach dem kleinen Dorf. Und wenn ich sie überzeuge, dass sie verschwinden. Ihr könnt es versuchen, aber haltet besser euren Schwertarm bereit, falls die Sache hässlich wird. Ja, kein Problem. Dann gibt es wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte. Na, wo seid ihr Arschgeigen jetzt hin? Sind die jetzt hier in die Mine zurückgegangen oder was haben die gemacht?
Ziels drin. Wir haben diese Mine in unserer Hand. Schön langsam bewegen. Ja, mein Gott, tut mir leid. Guck doch nur. Wir haben diese Mine in unserer Hand. Bla bla bla. Schön langsam bewegen. Silbererzader. Ist aber auch ordentlich was an Erzen. Zumindest gerade hier oben. Also auf jeden Fall nicht wenig. Aber sonst wäre es ja natürlich auch keine Mine, wenn hier nur zwei, drei kleine Viecher wären. Oh, ja, die Framerate läuft gerade nicht ganz so stabil. Das ist ein bisschen blöd. Ah, ich glaube, dass das aber auch nicht weiter tragisch ist. Wir haben diese Mine. Ja, ich habe verstanden. Aufpassen. Ja, ganz ruhig, Mensch. Hier ist er doch. Mein Gott. Ich weiß ja nicht. Ich speichere mal. Die Silberblut haben mich geschickt, um die Mine zu sichern. Die Mine ist geschlossen. Verschwindet. Ich möchte, dass ihr mit euren Männern verschwindet, nicht ich. Eine Tag helfen? Nennt mir einen Grund, warum ich euch keinen Dolch in die Brust stoßen soll. Jeder hier will loswerden. Ach, jeder hier will euch loswerden. Verschwindet bitte. Dann sollen sie es mal versuchen. Ich nehme an, ihr hört auf Gold? Ja, Fremder. Das ist mehr, als die Silberblut uns zahlen. Wir verschwinden. Gut. Also gut. Wir haben diese Mine in unserer Hand. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, für 310 ist ja Pillepalle. Wir sind ja Multi-Dreifach-Zilliardär in diesem verdammten Spiel. Nein, schön wär's. Aber sagen wir so, wir haben nicht schlecht Geld. Da sollen wir mal nicht jetzt rumlummern, weil man hier jetzt einmal 310 Gold abgedrückt hat. Das sind kleine Beträge. So, rede ich jetzt noch einmal mit dir. Wenn die Abgeschworenen nicht gerade meine Stadt angreifen, versuchen die Nord, mich von dort zu vergraulen. Die Söldner werden keine Probleme mehr machen. Das wird nicht das Letzte sein, was wir von der Silberblutfamilie hören. Aber wenigstens können wir uns wieder an die Arbeit machen. Ich danke euch. Ihr habt mir und meinen Arbeitern sehr geholfen. Hier, das ist für euch. Jetzt kommt's. 800 Gold. Also gut. Ja, da haben wir sogar noch 500 plus gemacht. Ist doch optimal. Aber jetzt will ich hier hoch. Ist hier noch eine Mine? Ich werde die Ork-Festungen wissen lassen, dass man euch vertrauen kann. Mine von Fans Klamm. Gehe ich hier auch nochmal rein. Gut, das ist aber schon ein bisschen sehr eigenes Dorf. Muss ich mal dazu sagen. Und die hier sieht auch relativ verlassen aus. Oh, ich könnte hier so viel abbauen. Vorsichtig! So viel abbauen. Okay. Macht alles, wie schon gesagt, einen relativ verlassenen Eindruck. Ist auch nichts Großes. Ja, gut, hier ist einfach mal gar nichts los. Leider. Und ich will jetzt zu diesem Drachending hier hoch. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das anstellen soll. Weil ich noch nicht so ganz weiß, wie ich hier überhaupt hochkommen sollte. Aber hier sieht es doch jetzt gerade relativ gut aus. Scheint auch noch irgendwo eine Statue zu sein. Ja, komm, geh doch hoch. Oh, Mensch. Das ist doch ätzend, dass das gerade so laggt. Hallo, hallo. Oh Gott, tut mir leid. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ist ja sonst auch nicht der Fall. Ja. Naja, was soll man machen? Kann sein, dass gerade mein Computer irgendetwas macht und ich habe keine Ahnung was. Was ist das? Schwaches Gift der Magiker. Waldelf. Was macht denn diese Figur? Gold, mächtiger Seelenstein. Zwischenfall in Necrum. Nehme ich einmal mit.
Kann ja sein, dass hier jetzt irgendetwas sich drin versteckt. Bücher, Zwischenfall, Necrum, Lesen. Illusion verbessert. Ja gut. Das ist dann natürlich auch in Ordnung. Das hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht, was diese... Oh, hier ist eine Kette. Ach so, nee, die ist nur offen. Oh, was ist denn das? Das kann nicht sein, dass das auf einmal so einbricht. Ich laufe mit 29 Frames durch die Gegend und dann drehe ich mich um und auf einmal ist alles im... Ne, ihr wisst schon. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Speichern. Und nun geht's weiter empor. Der Wind zieht uns immer weiter um die Ohren, je mehr wir an Höhe gewinnen. Und weit dürfte... Oh Gott, es ist so nervig. Hallo. Nee, ich muss gleich mal gucken, woran das liegt. Glaube ich, werde das Spiel gleich einfach mal neu starten. Das kann es ja irgendwo eigentlich nicht sein. Gut, hier scheint das Drachennest jetzt nicht zu sein. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Da ist es. Da sieht man doch schon den Drachen. Der haust da ganz ruhig und ganz unbehaglich in seinem netten Gebäude. Na, in seinem Nest meine ich, nicht Gebäude. Was soll denn hier das Gebäude? Aber jetzt werde ich... Ach Quatsch, ich habe noch nicht gerade ein Pferd getötet, ihr Arschgeigen. Sowas verzeihe ich nicht. Aber vorher will ich wieder meinen Feueratem und einmal kurz die Eichenhaut. Zack. Und zack, zack. Und zack gegen dich. Du hast auch keine Chance wieder in Ordnung. Ah, so. Keine große Chance. Noch mehr Abgeschworene. Los, weiter! Oh, hier ist jetzt auch noch scheinbar irgendwo. Oh. Ein blöder Säbelzahntiger. Beide gehen auf Farkas. Ah, Kacke. Tut mir leid, Farkas. Ich muss mich erstmal heilen. Vorher wird das nichts. Boah, Hilfe. Säbelzahntiger, komm her, du Scheiße. Ah. Und nun bist auch du am Ende. Sehr schön. Das hat doch jetzt nochmal ordentlich Kraft gekostet. Was aber partout nichts Schlechtes ist. Wobei, ist mich gerade ein bisschen traurig macht, dass die Händlerin kaputt... Oh Gott, die Händlerin kaputt gegangen, sage ich schon. Dass die Händlerin jetzt leider ihr Leben lassen musste. Oder vor allem das Pferd. Das hätte ich sonst gerne an mich genommen. Ja, die hat aber ganz schön viel dabei. Okay, gut, ist ja auch eine Händlerin. Schade, tut mir leid. Nein, ein Pferd werde ich nicht enthaupten oder bestehlen. Sowas tut man nicht. Ich werde hier mich aufladen. Der Drache hat sich noch nicht erhoben. Und das werden wir in diesem Part auch nicht mehr sehen. Also, mal sehen, was mit dem Drachen passiert. Ob er gutartig oder vielleicht sogar mal der Erste. Ja, ne, ob er bösartig ist oder ob er vielleicht sogar mal der Erstdrache ist, der nett ist, mit dem man reden könnte. Ich lasse mich überraschen. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal.